Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play Beyond Two Souls. Ich habe sie allein am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie? Jodie, was hast du getan? Und damit nochmal willkommen. Ich bin der Mitch und werde euch nicht alleine durch dieses Spiel begleiten, denn an meiner Seite ist die Leo. Hallo Leo. Hi! Und wir haben die Rollen geteilt. Das heißt, ich werde die Rolle des Aidens übernehmen und Leo wird die Rolle der Jodie spielen. Ganz klassisch. Und das ist auch die kleine Jodie. Ah, da bist du ja.
Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Wenn es sein muss. So, jetzt haben wir das erste Mal die Möglichkeit, hier zu interagieren. Das Spiel ist an sich so aufgebaut wie ein Film, ein relativ langer Film. Und es ist halt... Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Es ist ja kein linearer Ablauf, sondern es springt vor, zurück in ihren Erinnerungen. Genau, wir haben die Möglichkeit, das Spiel in chronologischer Reihenfolge zu spielen oder nach dem Original. Ja, du bist müde, Jody, aber wir müssen wirklich gehen. Und wir haben uns für das Original entschieden, weil so ist es ja auch ursprünglich von den Entwicklern von Quantic Dream vorgesehen. Leo schaut jetzt mal, wie die Steuerung so funktioniert. Wir haben das im Vorhinein schon mal kurz getestet. Und wer Spiele von Quantic Dream schon kennt, der weiß natürlich bei Fahrenheit oder bei Heavy Rain, das Ganze läuft wie ein relativ langer Film ab, bei dem die Entscheidungen, die man trifft, während dieses Fortschreitens eine Rolle spielen und den Ausgang beeinflussen. Es ist übrigens interessant, vorhin lief eine andere Szene, aber es war dasselbe Anime, glaube ich, oder Comic. Na gut, dann schauen wir mal. Okay, Nathan wartet auf uns. Genau, schau dich ruhig mal um. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, allerdings liegt das auch schon 4 Jahre zurück. Und Leo hatte noch nicht das Glück bis jetzt. Und geht relativ unbeeinflusst in dieses Spiel rein. Relativ. Ah, verdammt. Ich hab nicht genug Kleingeld. So ein Mist. Hi, Cole. Hey, Alan. Was macht er eigentlich, wenn ich stehen bleibe? Ich wahrscheinlich rufen. Aha. Ja, und der ist fast fertig. Besser später als nie, weißt du? Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Wochenende soll's regnen. Boah, ist eine nette Wiedereinstimmung. Auf jeden Fall. Bevor hoffentlich noch in 2018 der Nachfolger Detroit Become Human erscheint von Quantic Dream. Hey Jody, na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Und ja, das war Willem. Defoe. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Was glaubst du, wie alt ist sie da? Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nicht mal, wenn irgendwas ist, okay? Es wird noch erwähnt später. 6 oder so. Würde ich auch schätzen. Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. So. Und jetzt kommt Mitch bzw. Aiden ins Spiel. Genau, Leo drückt jetzt Dreieck und damit bekomme ich die Macht.
Die Macht ist mit mir. Und ich kann sie ihm nicht entziehen. Hui. Außer er lässt mich wieder ans Steuer und drückt seinerseits Dreieck. Endstern. Okay. Nächste Karte. Nächste Karte. Ich glaube, Mitch ist gerne ein Geist. Holst der Testperson jetzt? So übernimmt man Menschen. Aiden, lass ihn in Ruhe. Dumdidu. Hallo. Hallo. Hey, Greg. Alles klar? Ja. Er kann sich scheinbar nicht mehr daran erinnern, dass du ihn übernommen hattest, oder? Das ist so richtig. Ich bin okay. Also auch nicht an das, was du tust. Genau. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Ich bin gar nicht da. Also du kannst manche schon übernehmen und andere nicht, je nachdem wie schwach der Geist ist wahrscheinlich. Ja. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Und man muss ja auch bedenken, Aiden ist ja noch genauso klein wie Jody. Er muss ja auch noch lernen. Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen, gegen zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Ich kann nicht. Er hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich. Er hört einfach nicht auf mich. Nein, nein, nein. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Du hast es
einfach zu weit getrieben. Die arme Frau hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich hab nur gespielt. Ah, da hättet ihr auch noch was tun können. Okay. Okay. Geht's jetzt automatisch weiter oder muss ich? Ja, ja, jetzt lädt hier das nächste Ereignis, die Botschaft. Alles klar. Such dir was aus, Schatz. Was sind das alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Und was mache ich, wenn etwas schiefgehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Lächeln und winken. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Hört dich fern von diesen alten, notgeilen Säcken. Ich brauche einen ruhigen Platz. Du brauchst einen ruhigen Platz? Wo gehen Frauen hin, wenn sie einen ruhigen Platz suchen? Ich sehe keine Toilette. Frag doch mal, vielleicht sagt dir einer, wo die Toilette ist. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Da hoch darf ich wohl nicht. Sieht nicht so aus. Kann ich mit dem reden? Altman, dieser Bereich ist nicht zugänglich. Nur für Botschaftspersonal. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Richtung. Ja, das sieht... wirklich? Also, ich bin ja wohl sowas von unverschleiert. Schicke Toilette. Wow. Ja. Okay. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Du kannst scheinbar nicht durch die Wände, da musst du die Treppe hoch. Hm. Und wer bist du denn?
Kannst du da rein? Jo. Wie war das? Schnell und unauffällig? Kannst du sehen das Bild? Ja. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Aha. Hier muss es sein. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Lana. Das scheint effektiv zu sein. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Büro mit dem Porträt des Scheichs. Das ist ja kein Porträt gewesen, oder? Nö. Dann musst du noch in einen anderen Raum. Da liegt wer? Irgendeine Schnapsleiche. Das ist kein Porträt des Scheichs. Ganz sicher nicht. Einer der Nebenräume vielleicht. Das sieht doch gut aus. Ja. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Keine Panik. Schreibtisch. Keine Panik. Du hast ja keine Schmerzen, während du auf der Toilette hockst und wartest. Ach, das sieht doch nicht so aus. Höchstens ein bisschen Nasenbluten. Also. Da guck, schon gelöst. Mal sehen, wie du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Sie kann Arabisch. Ganz natürlich aus, nicht schmerzhaft. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ انها مراحل السيدات. انصرف من هنا. حسنا ايها المنحرف. انصرف. Oh, verpiss dich. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Oh, sie hat die Zettel eingesammelt. Tja. Ist damit abgehauen. Jo. Willst du dir nicht wenigstens die Nase abtupfen? Ja, das kannst du schlecht mit dem Toilettenwasser machen. Da war Toilettenpapier. Hallo. Handtücher. Sie sieht gar nicht gut aus.
kann ich nicht benutzen, oder wie? Oh ja, dann muss es halt ohne gehen, ne? Okay, und mit dem Ende dieser Szene, würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, soweit seid ihr angeteasert und bleibt uns erhalten und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!